Kerala, ein Land im Süden Indiens an der Malabarküste, wird durchzogen von den Bergen der Westghats, an deren Hängen sich die endlosen Teeplantagen wie ein grüner Samtteppich schmiegen. In 1000 bis 2000 Meter Höhe wird in großen Plantagen Tee von hoher Qualität gezogen. Die Sträucher bringen 5 Jahre nach der Pflanzung 20 Jahre ganzjährige Ernten. Die Teepflanze ist kein Strauch, sondern ein Baum, der bis 100 Jahre alt und 15 Meter hoch werden kann. Die Pflanzen werden auf etwa 1,5 Meter beschnitten, um die Blätter einfacher pflücken zu können. Je nach Jahreszeit werden alle 4 Wochen die jüngsten Blätter gepflückt, um die bestmögliche Qualität des Tees zu erhalten. Lachend blitzen mir schneeweiße Zähne entgegen, wenn Mädchen und Frauen aufschauen und mühsam im steilen Gelände mit der selbstgebastelten Teeschere frische Blätter und Blattknospen in ihre Säcke füllen, die sie hinter sich herziehen. Die 30 bis 40 Kilogramm schwere Teelast wird dann auf dem Kopf ins Tal gebracht, wobei die Sammelstelle schon einige Kilometer weit von der Pflückstelle entfernt sein kann. Der geerntete Tee wird gewogen, auf den Lastwagen verladen und zur Teefabrik gebracht. Barackenähnlich ist das Quartier der Pflückerinnen und die dazugehörige Teefabrik.
Die frischen Teeblätter werden in Körben über eine Öffnung in die Rollmaschine gebracht, um ätherische Öle freizusetzen. Über Pferdebänder geht es weiter zur Fermentierung, wo die Blätter sich bei feuchter Luft und konstanten 30 Grad entfalten. Ohne Fermentierung würden die Teeblätter einen verbrannten Geschmack annehmen und die Öle frei werden, die in den Blättern bleiben sollen. Mit Holz beheizt wird ein Ofen, der die Wärme zur Fermentierung und zur Trocknung bringt, wobei die Blätter etwa 20 Minuten bei 85 Grad Celsius getrocknet werden, um die Inhaltsstoffe und den Geschmack zu konservieren. In Muna decken wir uns mit verschiedenen Seifen und Salben ein und im sehr gut sortierten Obst- und Gemüsemarkt kaufen wir Äpfel, Bananen und Orangen für die nächsten 4 Tage, wo wir durch die bezaubernde Landschaft um Muna trekken wollen. Am nächsten Morgen wandern wir durch Teeplantagen, Kardamomfelder, dichten Dschungel, wo wir unsere Füße mit Manschetten vor den Blutegeln schützend einen nebelverhangenen Berg erklimmen. Na, ist das schön? Bereiten uns für die Trekkingtour in der Silent Valley vor. Musik
herrliche, saftig grüne Teegärten schmiegen sich über die Hügel des stillen Tales. Und nach einer Stunde erblicken wir unser erstes Ziel, das hinter den Wolken umhüllten 2700 Meter hohen Anamudi liegt. Es geht durch dichtestes Gestrüpp, durch Wälder, an denen sich Pfefferlianen hochschlängeln und kilometerlange steile Steige, die wir überwinden müssen. Mystisch im Nebel, an den Hängen des Anamudi, verzaubern uns üppige, blühende Wiesen mit hohen Gräsern, Lilien, Kräutern und lassen uns die Strapazen der letzten 6 Stunden vergessen. Wir müssen kniehohe Stoffsocken über unsere Trekkinghosen ziehen, denn durch die hohe Feuchte gibt es viele Blutegel auf dem Weg zu unserem Camp, der unseren Blick auf meterhohe blühende Rhododendronbäume belohnt. Nach 7 Stunden erreichen wir unser Camp, das auf 2300 Meter Höhe liegt. Von hier aus werden wir die nächsten Touren starten. Unsere Crew ist bereits vor Ort, hat unsere Zelte aufgestellt und einen kleinen Snack mit Tee vorbereitet. Ein Feuer wärmt uns vor der Kälte des Abends. Es hat um die 5 Grad. Der Koch ist mit der Zubereitung von unserem Silvesterdinner beschäftigt. Ashok, unser Guide, schneidet den Glückskuchen an. Heute ist Silvester und Kurt, unser Schauspieler, erhöht die Mystik mit einem Auszug von Valentins Theaterstück. Gedanken über das Jenseits kann man nur im Diesseits haben. Im Jenseits über das Diesseits nachzudenken ist schon zweifelhaft, vielleicht ausgeschlossen. Wenn der Mensch gestorben ist, ist er tot. Das ist sicher, todsicher, wie man so sagt. Scheint es nur so, als wäre er tot, ist er scheintot und kann in seltenen Fällen wieder lebendig werden und später nur mal sterben. Die ersten Sonnenstrahlen des neuen Jahres begrüßen uns im Camp, bevor wir zum Gipfel des höchsten Berges der Western Ghats aufbrechen.
weitläufige Landschaft mit fantastischem Blick auf die nebelverhangenen Berge und Täler der Ghats erfreut uns. Im Winter ist es am Himalaya ungastlich und kalt. Deshalb entschlossen sich die Götter der Berge, eine Bleibe im Süden zu suchen, wo sie die Sonne wärmt und kleine Bäche, Blumen und Gräser ihr Auge erfreut. Als Wohnsitz wählten sie den 2700 Meter hohen Anamudi, pflanzten einige Rhododendron und genossen das Panorama mit den vielen Gipfeln und Täler. Nun stehen wir am Gipfel des Anamudi. Wir sind glücklich, bei den Göttern Indiens angekommen zu sein. Sie begrüßen uns mit Sonnenschein, mit Wärme und mit fantastischen Blicken in allen Himmelsrichtungen. Abschied nehmen heißt es heute von einer Region Indiens, die wir noch nicht gekannt haben, aber auch nicht vergessen werden. Nebel durchzieht die tiefen Regionen. Wir wandern über üppige Wiesen mit Blumen und Bächen und erreichen nach 7 Stunden unser letztes Camp, wo wir gut versorgt unsere letzte Zeltnacht verbringen. Von den Bergen der Ghats kommen die Wassermassen, die das Lagunensystem in Kerala speisen. Das Herz des Lagunensystems ist der Kuttanad, ein von Flüssen und Lagunen durchzogener Teil Keralas, eingezwängt zwischen die Berge der Western Ghats und die Arabische See. 30 Kilometer breit und 150 Kilometer lang nimmt er das Wasser aus 5 Flüssen auf, die sich träge dem Meer nähern. Langsam, fast in Zeitlupe, fahren wir eine Woche mit einem Hausboot durch die Kanäle, die so verästelt das Land durchziehen, wie die Blutgefäße den menschlichen Körper. Thank you.
Verschiedene kleine Boote werden zum Fischen und den Transport von Waren verwendet. Schon vom Weiten hören wir das Geschnatter von Enten, die im Gänsemarsch auf Kommandos reagieren und laufend ihre Richtung ändern. Baum des Himmels, so nennen die Südinder ihre Kokospalme. Wer mutwillig einen Kokossetzling ausreißt, gilt als Verbrecher. Das neugeborene Kind wird mit Kokosmilch begrüßt und wenn ein Mädchen in den Kreis der Frauen aufgenommen wird, übergießt man Gott Shiva mit Kokoswasser, um die Fruchtbarkeit zu steigern. Das Wurzelholz findet pulverisiert oder geröstet in der Heilkunde Verwendung. Und das Kopra wird in die ganze Welt exportiert. Badende Kinder unterbrechen die uns umgebende Stille, wenn wir mit unserem Bootsmann samt seinem alten Boot mit einer Stange angetrieben durch die engen Kanäle des Labyrinths starken. Thank you.
Ich erlebte die mit Deichen und Mauern eingefassten künstlich den Wasser abgerungenen Niederungen, das Stauwasser des Lebens. Zeitlos, weltentrückt und in sich geschlossen. Die Palmen scheinen sich noch tiefer über das Wasser zu beugen, um mit der mystischen roten Spiegelung am Abend Geschichten zu tauschen. Boa Island, eine Oase der Entspannung mit Ayurveda-Zentrum. Der erfahrene Ayurveda-Arzt Dr. Kumar erstellt einen Plan für den Ablauf der Anwendungen und der Speisen. Nach dem Frühstück erwarten mich Anthony und Vacha mit Freundlichkeit und Zurückhaltung. Zuerst das religiöse Ritual mit kurzem Gebet. Ich bekomme eine Woche lang ein zweistündiges Pidishil-Ölbad. Das für mich zubereitete Öl wird mit kleinen Tüchern aus dem kochenden Öltopf entnommen und dann synchron mit vier Händen verteilt. Es folgen ein einstündiger Sirodhara Stirnguss, wobei der Ölfluss nicht unterbrochen werden darf. Weitere Behandlungen folgen, wie eine sehr heiße Ilakidi-Kräuterstempel-Anwendung. Eine Fußmassage, eine Kanapuram-Ohrenreinigung, die gegen Tinnitus und Ohrensausen helfen soll. Eine Mukalepam-Gesichtsmaske, ein Kräuterdampfbad und gegen Arthrose werden Salben aufgetragen. Alte, verrostete Kähne und Schiffe begegnen uns im Hafen von Cochin. Im alten Hafen von Cochin gibt es nur mehr wenig Fische. Die alten chinesischen Fangnetze bleiben still und werden kaum mehr verwendet. Staunend betrachten Kinderaugen die Katakali-Tänzer, wenn sie sich im Schein der Kokosöllampen schminken und ihre Gesichter in bizarr expressionistische Masken verwandeln. Kokosöl mit Kurkuma und Calcium vermischt ergibt die Farbe Rot. Kokosöl mit Schwefel ist gelb. Kokosöl mit Schwefel und Indigo wird grün. Verbranntes Kokosöl ist schwarz. Das sind die Farben der Katakali-Tänzer. Bacha, der mythische Held, ist grün. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Kali, der Jäger, ist schwarz. Tadi, der Affengott, rot. Und Kat, der Anteheld, halb rot,
und halb grün. Eine altkeralesische Tanzpantomime der Hindus, wo das Kokosnussöl zum Medium wird, in dem Mythos und Gegenwart zusammenfließen. Kathakali schildert Emotionen und Gefühle, Liebe und Leiden, Heiterkeit und Zorn, Angst und Heldenmut, Abscheu und Verwunderung, ohne der Sprache zu bedürfen. Eine Schulklasse hat ihren Unterricht im Freien und die Mädchen freuen sich, wenn sie uns ihr Erlerntes vortragen dürfen. Wie in jeder indischen Stadt ist der dichte Straßenverkehr auch in Cochin sehr laut und turbulent. Bei jeder Gelegenheit trinken wir Tee, wie in dieser kleinen Teestube. Wir genießen die Stille im Duck Forest Dschungelresort. Alle Häuschen sind von uns besetzt. Wir sind allein im Resort. Und so feiern wir ausgiebig Barbaras 50er mit Musik und ihren Kärntner Lieblingslied Die Mölterleiten. In der Mölterleiten auf der Sonnenseiten, da sind die Dirndler noch einmal so schön. Bis der Schmeiß verbinden, schöne Dirndler finden, so flach die Sonnenseiten eine gehen. In der Mölterleiten auf der Sonnenseiten, da sind die Dirndler noch einmal so schön. Uns umgibt eine riesige Kautschukfarm. So können wir beobachten, wie die Bäume angeritzt werden und der Kautschuk in die Kokosschalen tropft. Die gefüllten Schalen werden gesammelt, zur Sammelstelle gebracht und die Gefäße in die nahegelegene Fabrik getragen. Der Kautschuk wird abgeschöpft, gepresst und getrocknet.
In einer holzbeheizten Kammer werden die Gummiplatten durch Räuchern konserviert und zum Verkauf angeboten. Thank you. Thank you. Excuse me, what is the price for one? 250 Rupi, etwa 3 Euro, kostet ein Kilogramm, wobei eine Platte etwa 75 Dekagramm wiegt. 750 Gramm. Ausgelassen und freundlich begrüßen uns Kinder am Fuße eines Wasserfalls. Wildbienen bauen auf ausgesuchten Bäumen ihre Waben, die bis einen Meter Durchmesser betragen können. Vom Beria-Fluss gespeist wird der 26 Quadratkilometer große Stausee, der den Mittelpunkt des 770 Quadratkilometer großen Beria-Nationalpark bildet. Große Hochzeitsfeiern werden speziell im Februar in Indien gefeiert, wobei reicher Goldschmuck die Frauen ziert. Besuchen wir ein Tanzfestival in der Stadt Trivandrum und immer wieder faszinieren uns die graziösen Tänzer und Tänzerinnen mit ihren ausdrucksstarken Bewegungen. Madhura Dhipate
Am weitläufigen Strand des Indischen Ozeans liegt Nikis Nest, wo wir eine einwöchige Ayurveda-Kur samt schöner Aussicht und guten Frühstück genießen. Begleitet vom Klang der Wellen und dem Gesang der Fischer werden die in der Nacht ausgelegten Fischernetze am Morgen an die endlosen schönen Palmenstrände von Kerala gezogen. Täglich ist die Bevölkerung eines ganzen Dorfes stundenlang damit beschäftigt, das riesige Netz einzuholen. Die Ausbeute ist so gering, dass es gerade zum Essen reicht. Geduldig warten die Frauen auf die Verteilung der wenigen Fische. Auch die Vögel werden heute wohl leer ausgehen. Die zurückkehrenden Fischer mit ihren Booten sind enttäuscht von der Ausbeute. Und so fahren sie wieder hinaus mit der Hoffnung, vielleicht doch noch einige Fische zu fangen. Am Abend blicken sie sehnsuchtsvoll aufs Meer und träumen von den Fangquoten vergangener Jahre. Musik.
Ein irritierendes Gemenge gibt es in Indien bei den Kasten und Religionen. Eine Mixtur von Kultur, Religion und Politik dränge sich hier im engen Landstrich Kerala zusammen. Als sei das Getümmel von 4 Weltreligionen nicht genug, zersplittern sich alle Religionen in Glaubensgemeinschaften und Konfessionen. Allein bei den Christen zählt man jüngst 20 Konfessionen und 3200 Sekten, wobei sich jede Glaubensgemeinschaft gegen die andere strikt abgrenzt. Yes. By walk? Yes. Bandiluna? Yes. Ah, yeah. Von allen Seiten mit ihrem Futter im Maul kommen die Elefanten, um am Uttarkali-Festival teilzunehmen. Die Elefanten genießen es, wenn sie am frühen Morgen von ihren Mahuts gereinigt und gebürstet werden. Und sie genießen ihren freien Tag, um sich auf ihren großen Auftritt vorzubereiten. Sie kennen das bevorstehende, ohrenbetäubende bengalische Feuerwerk, wo es immer wieder Tote gibt. Wie auch heute, wo ein Südinder den herannahenden Zug nicht gehört und überfahren worden ist. Thank you.
Festlich geschmückt gehen sie gemächlich Richtung Tempel, begleitet von einer riesigen Menschenmenge, von tanzenden Göttern, von Trommler und Schamalbläser, die sich ein akustisches Duell liefern. Gibt es eine laute Prozession, wobei ein Elefant unbeeindruckt sein Essen genießt, indem er die Blätter seziert und vom Stängel befreit. Immer mehr Musiker, eingezwängt von einer dichten Menschenmenge, zeigen ihr beeindruckendes Zusammenspiel ohne Noten oder Dirigenten. Erst am späten Abend geht es richtig los. Mit etwa 250.000 fast ausschließlich männlichen Besuchern, mit mehr als 30 beleuchteten Elefanten, mit ihren schirmschwingenden, festlich bekleideten Mahouts, mit mehr als 100 Musikern und mit uns als einzige Touristen. Das Festival geht schon langsam zu Ende. Die Elefanten gehen in ihr Camp zurück. Die Menschenmenge löst sich langsam auf. Und auch für uns geht eine Reise zu Ende, die unvergesslich sein wird. Aber wir wissen, dass wir wiederkommen werden,
in das Land der bunten Saris, der so vielfältigen schönen Natur, den lauten Treiben in den Städten, dem Land der Götter, den duftenden, turbulenten Märkten und den Festivals wie dieses mit den sanften, gutmütigen Riesen, denen wir ins Auge blicken und die uns sagen, vergiss uns nicht. Wir sind zwar nicht frei, aber wir haben genug zu essen und zu trinken und werden von unseren Mahuts gut versorgt und gepflegt.